Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum aktuellen FRM Regionalmagazin. Und wir haben heute ein ganz sonniges Thema heute. Aus diesem Grund ist Marleen Kartner, die Chefin der Weißeritztal Erlebnis GmbH, an meiner Seite. Hallo Marleen. Hallo Matthias. Wir reden ja oft mal miteinander an der Malte und heute bei diesem wunderschönen Wetter. Aber das Thema, was wir heute haben, ist doch nicht ganz so schön, denn das Badevergnügen ist derzeit nicht möglich hier an der Malte, weil aufgrund der Hochwassergefahr vor einigen Wochen der Wasserstand abgesenkt wurde. Wie geht's jetzt weiter, Marleen? Ja, aufgrund der Wasserpegelabsenkung haben wir natürlich 2 Meter weniger Wasser in der Talsperre, als wir gewöhnlich haben. Hat natürlich zur Folge, dass unsere Schwimmbadbegrenzungen, unsere Wasserattraktionen natürlich eigentlich alle auf, ich nenne es mal, Vollstau ausgelegt sind. Das heißt, unser Kleinkinderbereich liegt momentan leider auf dem Trocknen, sodass dort auch kein Kind mehr im Wasser spielen kann. Die Rutsche ist im Rutschen trocknen nur noch möglich und hat natürlich zur Folge, dass die Badegäste hier keinen regulären Badebetrieb leisten können. Der Einstieg in das Wasser selber ist natürlich auch etwas beschwerlicher, das heißt, man hat nicht mehr diesen gediegenen Weg ins Wasser, sondern es geht eigentlich dann schon gleich steiler runter und das ist die Schwierigkeit, die wir jetzt zu Saisonstart hinnehmen müssen. Hochwasser geht natürlich vor, aber umso bitterer ist es natürlich für uns als Badbetreiber, dass wir das jetzt zu Beginn der Saison noch aushalten müssen. Aber wer baden gehen möchte, das ist natürlich kein Absperrband, was das verbietet. Man kann gehen, aber man soll gucken, dass man sich nicht verletzt gerade. Richtig, also die Talsperre Malte ist ja an sich ein öffentliches Gewässer und jederzeit zugänglich. Wir haben nirgendwo Zäune, die das Ganze begrenzen, sodass jeder in das Strandbad gehen kann. Jedoch natürlich auf eigene Gefahr, weil wir haben kein Aufsichtspersonal hier stehen. Wir verlangen natürlich in dem Moment auch keinen Eintritt für den Strandbadbesuch, sodass jeder für sich selber auch Acht geben muss und dann natürlich auch vorsichtig sich ins Wasser begeben muss. Ja, der Staumeister hat natürlich schon wieder ein bisschen angestaut. Und was sind denn so die Prognosen? Wann glaubt ihr denn, dass der richtige normale Badebetrieb wieder anlaufen könnte? Also momentan bei solchen Wetterbedingungen, wenn jetzt keine Niederschläge vom Himmel fallen, ist es so, dass wir circa mit 8 bis 10 cm Anstieg pro Tag rechnen können. Und auf, ich sag mal, auf die Sicht hinaus betrachtet, denken wir, dass Ende Juni der Vollstau wieder erreicht ist und dass wir dann wieder ganz reguläre Bedingungen haben. Okay. Wenn sich natürlich der liebe Wettergott noch ein paar Regentropfen uns gönnt, dann ist das Ganze schneller natürlich erreicht. Dann informieren wir natürlich auch darüber, dass wir eher wieder in die Badesaison starten können. Ja. Noch sind ja die Temperaturen nicht ganz so hochsommerlich, dass man jetzt unbedingt in die Malte springen müsste. Aber wir halten fest, wer möchte, kann das natürlich tun, auf eigene Gefahr. Und dann wollen wir aber trotzdem mal einen kleinen Blick nach vorn werfen. 2. Juliwoche. Oder ist es die dritte? Drittes Juliwochenende. Genau. Ja. Vom 19. bis 21. Juli. Malte in Flammen und ein paar Einzelheiten zum Programm kommt jetzt auch von Marleen. Ja, unser jährliches Highlight am 3. Juli-Wochenende hier an der Talsperre Malte lassen wir dieses Jahr wieder hier im Strandbad Pausdorf stattfinden. Malte in Flammen wird wieder an 3 Tagen stattfinden. Das heißt, wir feiern Freitag und Samstag wieder mit Abendveranstaltungen. Freitag wird elektronisch, sodass wir hier DJs vor Ort haben, die, sage ich mal, die Jugend bespielen. Am Samstag ist dann, sage ich mal, dieses gemischte Publikum, die gemischte musikalische Szene hier vertreten. Wir fangen an dort mit der Partyband Mr. Feelgood und leiten dann mit dem Feuerwerk über in die abendliche Partystimmung, starten dann mit unserer Fürsters Bohle Party und Venga Venga. Und unser Hauptact ist dieses Jahr Marc O. Die einen oder anderen werden ihn kennen und ich denke mal, da wird noch so diese 90er, 2000er noch mal richtig schön gefeiert. Also kann man sich freuen auf Malte in Flammen. Die Saison braucht nur noch, sage ich mal, wasserseitig dann losgehen und auch das Wetter braucht ja nur noch ein paar Grad mehr. Von den Wassertemperaturen haben wir jetzt schon 19 Grad, 19. Also schon angenehm zu feiern, zu baden. Zum Baden. Und was ich vorhin noch vergessen hatte, Malte in Flammen, den Sonntag habe ich schon fast vergessen. Als Sonntag haben wir natürlich auch den Familientag, also dort sind die Kinder wieder herzlich eingeladen mit großen Eventmodulen, Hüpfburgen. Ja. Die AOK wird wieder vertreten sein, Hitradio RTL macht ein Familienprogramm und wird die Kinder bespaßen. Also auch da wird tagsüber dann einfach nochmal richtig gefeiert. Die Schmiedeberger Blasmusikanten laden dann zum Frühshoppen ein, sodass auch für jeden was dabei ist. Also ich merke schon, alles bestens vorbereitet, alles bestens geplant. Einer guten Saison an der Malte kann trotzdem gerade abgesenkten Wasserstand nichts entgegenstehen. Wir freuen uns drauf. Ich hoffe, es wird ein guter Sommer mit vielen schönen Sommertagen, über 25 Grad, dass man sich hier hinlegen kann. Das hoffen wir und auch. Ich danke dir für die Informationen. Gerne doch. Und liebe Zuschauer, wir gehen jetzt nach Pesterwitz. Der SV Pesterwitz hat einen Fördermittelbescheid von Land und Stadt bekommen. Über 1 Million Euro haben sie bekommen für den Bau eines neuen Kunstrasenplatzes und FRM TV war bei der Übergabe natürlich dabei.